Ja, Leute, herzlich willkommen und ja, ich brauche gar nicht den Titel des Spiels sagen. Es reicht, wenn ich euch die Musik ein wenig zeige. Ja, wir sind natürlich wieder beim Farm-Experten 2016. Und zwar wollten wir hier dieses Ding abholen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Denn das ist ja hier so, um diese Dinger denn zu transportieren. Diese Paletten, ähnlichen Boxen, was auch immer das ist. Und ja, wir hatten nämlich ja eine vollgelaufene Festplatte. Zu meiner großen Freude, muss ich aber sagen, als ich das Ganze geschnitten habe, dass ja gerade mal irgendwie 30 Sekunden oder so Bild weg waren. Also habe ich das zum Glück recht schnell bemerkt, dass unten rechts die rote Aufnahmezahl mit den FPS von Fraps gelb geworden ist. Und das passiert normalerweise dann, wenn man es manuell macht oder wenn die Festplatte voll ist. Und ja, von daher nicht viel passiert zum Glück. So, wir sind hier wieder auf diesem dämlichen Weg. Ich weiß auch nicht, wieso ich wieder hier diesen blöden Weg nehme. Eigentlich hätten wir ein bisschen weiter rechts fahren müssen. Dann hätten wir uns den Scheiß hier jetzt auch ersparen können. Aber gut, was soll's. Gut, so, wir werden jetzt in dieser Folge die Boxen, oh Gott, die Boxen ein bisschen einsammeln. Also von der Apfel- und der Kirschernte. Und dann gucken wir mal, was das wird. Oh, stellt euch vor, wir müssten so ein Feld, immer wenn ich über dieses Feld fahre, dann stelle ich mir vor, wie ätzend es wäre, dieses zu bewirtschaften. Und zwar alles alleine. Zu pflügen und so weiter und so fort. Alter, muss das ätzend sein. Nee, keine Lust. Muss nicht sein. Wir wollen es nicht übertreiben. Sondern wir wollen uns jetzt erstmal lieber hier wieder um unsere Früchte kümmern und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie lange es wohl dauern wird, bis diese nachgewachsen sind. Und naja, bis dahin müssen wir denn, so lange können wir spulen. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir danach dann noch großartig machen sollen. Also die Langzeitmotivation, die man jetzt beim Landwirtschaftssimulator hat, mit tollen neuen Maschinen und so weiter und so fort, ist hier nicht so gegeben, finde ich. Also das Spiel ist okay für den Preis. Kann man nicht viel falsch machen, wenn man es gekauft hat. Ist ganz nett, eine schöne Abwechslung mal, was anderes zu spielen als der Landwirtschaftssimulator, aber es kann nicht wirklich mithalten. Gut. So, wir wollen jetzt erstmal unsere Boxen einsammeln und ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wie das funktioniert. Ich hoffe, wenn wir da drüber fahren, dann reicht das. Gucken wir mal. Nein! Oh, oh. Scheiße. Sag mir nicht, dass wir da einen Frontlader für brauchen. Das wäre ja mal mega ätzend. Ach komm, wieso kann das Ding nicht einfach... Wieso kann das Ding da nicht einfach rauf? Scheiße. Was ist mit hiermit? Klasse. Okay, wir gucken mal. Vielleicht können wir hier ja über dieses tolle Menü irgendwie... Nein, können wir nicht. Sehr schön. Och, Mensch. Ich will doch hier den Kram loswerden. Wie sollen wir die denn verladen? Sag mir nicht, dass wir hier so einen verdammten Frontlader brauchen oder sowas. Mann, oh. Und warum sehen die Apfelbäume eigentlich so scheiße aus? Die Kirschbäume sehen super schön aus. Grün. Bis ins letzte Blattzipfelein. Und die anderen nicht so richtig. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Wenn man wenigstens hier mit diesen Dingern. Okay, wenn man vielleicht rückwärts ranfährt, das ist noch meine letzte Hoffnung, aber nee, eigentlich auch nicht mehr. Sch
Scheiße. Die werden da doch niemals draufbleiben, wenn man die da rauf macht. Oder sehe ich das falsch? Klasse. Einfach nur klasse. Ja, dann sehe ich eigentlich keinen anderen Weg, als nochmal zu dem... Ja, als nochmal da hinzugurken. Scheiße. Na gut, dann lasst uns das mal machen. Ach Mensch, ey, das gibt's doch nicht, oder? Ist das denn die Möglichkeit? So, wenn wir nicht aufpassen, dann müssen wir... Ah, ich glaube, wir sind schon viel zu weit in diese eine Richtung. Gucken wir eben nochmal ganz kurz. Ach Mensch! Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Ah, ach, hier sind wir erst, okay. Na gut, also Richtung passt so ungefähr. Ja, das ist ja toll, ne? Das ist ja ganz toll. Also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn man sich das hier so vergleicht mit dem LS 2015, also man kann dort echt präzise arbeiten, ne, mit dem Frontlader und alles. Das geht wunderbar, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass es hier auch wunderbar geht. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh Gott, ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir uns hier mit überschlagen. Eigentlich schon. Eigentlich will ich schon wissen. Aber gut, später. Was ist eigentlich mit den Anhängern hier? Können wir die eigentlich mitnehmen? Die hatte ich doch nicht gekauft mal, oder? Ich meine, was stehen die hier rum? Das wäre ja geil, wenn man die einfach klauen könnte. Ja, also mit dem hier sowieso nicht. Denn dann müsste man da wahrscheinlich den großen für nehmen, aber naja. So, dann gucken wir mal. Obstanbau. Also, wir haben jetzt diese Teile Palettenanhänger. Mulcher. Rasenmäher, das ist ja auch alles ganz lieb. So, ich muss nur sagen, oh scheiße, wir haben hier tatsächlich einen Traktor mit... Scheiße, wir haben hier tatsächlich einen Traktor mit, Frontlader. Okay. Was soll's? Ich glaube, dann müssen wir das mal ausprobieren. Gut, dann brauchen wir erstmal Geld. Ist ja auch schön. So, nee, den wollen wir behalten. Ganz gerne. So, das heißt, wir gehen mal und gucken, wie sieht's hier aus. Tiere, Heu. Oh, scheiße, aber ich sehe es jetzt schon. Wenn wir das jetzt spulen, dann sind die ganzen Dinger weg, oder? Die Äpfel und so. Die sind doch bestimmt dann nicht mehr da. Aber anders, eine andere Lösung finde ich jetzt, oder ja, sehe ich jetzt irgendwie nicht.
das ist ja alles nicht so toll, ne? Naja gut, warten wir mal bis zum nächsten Morgen. So. So, 61.000. Ja, jetzt passt es. So, dann würde ich sagen, kaufen wir uns mal den Traktor mit Frontlader und oh, ich könnte echt kotzen, ne? Ich könnte echt kotzen, dass wir jetzt hier sind und zweimal zurückfahren dürfen. Naja, was soll's. Aber was mich jetzt interessieren würde, ne? Wir haben ja jetzt einen großen Traktor hier wieder stehen. So, wie funktioniert denn das mit dem... Okay. Also man kann die... Man kann nur hoch runter machen, ne? Nicht anwinkeln oder sowas. Schon mal schade, aber wenn das alles immer gerade ist, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Auch wenn ich mir da echt... Naja. Mir echt nicht sicher bin, ob das alles so klappt. So, und ich versuche mal hier die Anhänger zu klauen. Ja, wäre auch zu schön, ne? Wäre auch zu schön. Okay. Gut, dann müssen wir wieder mal zurückgurken. Juhu. Ich freue mich auch. Der hört sich an, als wenn der die ganze Zeit im Standgas ist, ne? Also man merkt hier auch schon am Ton, es ist nicht ansatzweise auch nur vergleichbar mit dem LS15. Der Ton... Naja, er verändert sich ein bisschen, ne? Aber das hört sich nicht für mich, hört sich für mich nicht wie ein Traktor an, aber gut. Ah ja, dann fahren wir mal schön zurück. So, und ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen, ne, mit dem Beladen und so weiter. Also, ich weiß echt nicht, wie das klappen soll. Auch mit der rechten Maustaste, linke Maustaste plus Maushebesteuerung. Naja, also normalerweise muss man die ja so ein bisschen abwinkeln, wenn man denn eine Palette hat und die abstellt. Damit man da vernünftig raus kann. Geht sicherlich auch ohne, aber naja, ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das wird. Und vor allem auch, was passiert, wenn wir die da rauf machen? Also wenn wir die Boxen dann auf den Wagen haben. Ob die da runterfallen oder nicht? Naja, wir werden es sehen. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Das ist echt schwierig. Ja, hat ja schon mal gut geklappt. Ja, so sowieso nicht.
Aber ich muss sagen, ich bin ja zuerst bin ich ja schon mal froh, dass die nicht verschwunden sind, ne? Obwohl wir hier einen Monat vorgespult haben. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr glücklich. Ja, das ist ja wunderbar. Also, das klappt ja traumhaft. So ein Ranz, ey. Entschuldigung, aber das ist ja mal richtiger Scheiß. Also man muss tatsächlich, wo, so wie es aussieht, muss man wohl genau wirklich drunter. So, da vorne haben wir ja eine. Dann machen wir das mal so, dass wir genau von der Seite ranfahren. So, ein bisschen zurück, dass wir da ein bisschen besser ranfahren, rankommen können. So, hier ist irgendein Hindernis jetzt wieder im Weg. Das ist ja auch wieder super. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So. Dann probieren wir es halt mit der. Mit der Seite hier. So. Sind wir drunter? Ey, man geht einfach durch. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. So, und das ist nur eine Kiste, ne? Hier ist man wieder dann gegen irgendwie was Komisches. Wahrscheinlich der Anhänger, der da ist. Ja, genau. Okay. Also es macht irgendwie nur bedingt Sinn, Obstbauer zu sein, wenn das so ein Ergebnis ist. Aha, jetzt haben wir sie weggeschoben bekommen. Das ist gut. Gucken wir mal, ob wir die jetzt richtig hinlegen können. Dass wir das zumindest mal irgendwie halbwegs probieren können. So, Achtung. Ja. Jetzt haben wir es. So, Leute, jetzt haben wir es. Oder ich hoffe es zumindest. So, Maus wieder runter. So runter, wie es geht. Also, nein, ich glaube, es muss anders gehen. Scheiße. Na gut, Leute, tut mir leid. Also, so geht's schon mal nicht. Die Auflösung haben wir dadurch. Das ist ja schon mal sehr schön, aber ja, muss anders gehen. Okay, also, nächste Folge sehen wir uns wieder. Dann versuchen wir es auf eine andere Art und Weise, die Dinger irgendwie zu kriegen. Und naja, vielleicht fällt uns was ein. Gut, bis dann. Wir sehen uns hoffentlich. Tschüss.